So. Gucken wir mal, ob er das hier packt. Bergauf wird natürlich kritisch. Hallo und herzlich willkommen zum LS17 Singleplayer-Projekt auf dem Hermannseck.
Es geht weiter mit dem Dreschen. Sojabohnen sind heute dran. Ich habe schon mal den Drescher zum Feld gebracht. Ich habe mir den Klaas Dominator gekauft und zwei HW80-Anhänger. Wobei wir für die Sojabohnen wahrscheinlich gar nicht zwei brauchen, aber danach kommt noch die Gerste und da brauchen wir dann auf jeden Fall zwei. Ja, der Helfer ist hier schon mehr oder weniger fleißig am Arbeiten. Ein bisschen was lässt er stehen. Einmal außenrum bin ich schon. Habe ich eigentlich auch aufgenommen, habe aber... ja. Wollte eigentlich aufnehmen, habe ich aber nicht, weil ich die falsche Taste gedrückt habe und nicht geguckt habe, ob ich wirklich aufnehme. Also, wie gesagt, einmal bin ich schon außenrum. Na gut, Helfer fährt da ein bisschen durchs Feld, aber besser als wenn er irgendwo hängen bleibt. Egal. Genau, kleinen Grubber, eine kleine Scheibenegge habe ich mir gekauft, 3 Meter, die standardmäßige, weil ich noch keinen Mod gefunden habe. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nicht danach gesucht. Also muss es jetzt immer die Standardscheibenegge tun. 90 PS ist angeblich erforderlich. Intrak hat 70, von daher denke ich mal, das sollte passen. Boah, aber ein bisschen leicht ist er vorne. Ah, das geht aber. Ja, ich habe jetzt auch das Flügen aktiviert. Das heißt, ich muss dann jetzt bei Bedarf auch die Felder pflügen. Beziehungsweise lass das den Helfer machen. Ach, vielleicht wäre ein Frontgewicht doch nicht so schlecht gewesen. Naja. Wird schon klappen. Nein! Oh Gott, falsche Taste. So. Ich würde sagen, wir lassen den Drescher hier erstmal fertig werden. Bevor wir hier noch den zweiten Helfer einschalten. Ich würde aber schon mal eben eine Probebahn ziehen, gucken, ob er das mit dem Grubber jetzt auch schafft. Leistungsmäßig. Das ist ja irgendwie nicht so spannend.
Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ja, also, was machen wir jetzt? Alternative haben wir nicht. Ist schon der kleinste. Ja, das ist jetzt blöd. Will noch mal eben den IAC da vorsetzen. Der hat zwar weniger Leistung, aber vielleicht hat der mehr Grip, mehr Traktion. Vielleicht kriegt der das dahin. Let's find out. Frontlader stellen wir mal eben an die Seite, bauen das Frontgewicht an. Hier aus 50% Korntank. Ja, das Feld kriegt er locker fertig. So, jetzt wollen wir mal gucken. Grundgewicht zu leicht. Na gut, wir wollen ja nur mal eben testen, ob er es leistungsmäßig schafft. Oder traktionsmäßig, besser gesagt. Ja, Traktion ist da, im Gegensatz zum Intrak. Das heißt, ich muss beim Intrak auf jeden Fall nochmal bei. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Er hat zu wenig Traktion. Das habe ich ja beim Mähen schon gemerkt. Da kaum die Berge hochkommt. Da muss ich also nochmal bei. Würde ich sagen, kaufe ich mal eben ein größeres Frontgewicht und dann lasse ich den IHC das machen, auch wenn er das nur mit 4 oder 5 km/h schafft. Aber anders geht's aktuell nicht. So, was haben wir da jetzt dran? 700 Kilo? Ja, 650. Das reicht nicht. Boah, was nehmen wir denn? 1,6? Ja, probieren wir das mal aus.